Was sind denn Überlegungen, warum ich das denn ausholen will? Also erstmal, wenn meine Buchungszahlen generell sehr, sehr hoch sind im Eingangsrechnungsbereich. Ausgangsrechnung lässt sich viel automatisieren, da spielt es eine geringere Rolle. Aber wenn die im Eingangsrechnungsbereich sehr, sehr hoch sind und das Unternehmen schon so aufgestellt ist, dass es verschiedene Departments gibt, die ja alle Teil der Buchhaltung sind und oftmals solche Fragen durchs Unternehmen geistern wie: Fremdleister XY hat angefragt, ob das schon bezahlt ist. Das Department kümmert sich um die Rechnung, hat aber keinen Einblick in laufende Buchhaltung, will auch nicht unbedingt bei Unternehmen online jetzt einen Zugang bekommen und so weiter. Und wenn diese Fragen zunehmen, also zunehmend solche, ja, E-Mail-Fluten hin und her, hast du bezahlt, wann geht denn die Zahlung raus, pipapo, das ist so ein Indikator, wo man sagen, überlegen kann, okay, wir sind da also intern, was das betrifft, darauf angewiesen, diese Kenntnis zu haben, können wir dann zum Beispiel ein Tool wie Candice noch davor hängen, um die Zahlungsfunktionalität zu verwenden und entsprechend das Department für Candice freizuschalten. Na, dann können die selber gucken und sagen, ach ja, habe ich hochgeladen, ist freigegeben, oh, ist schon bezahlt. Oder ist es dann eine weitere Überlegung, haben wir eine so komplexe Kostenstellenstruktur, dass die extern kein Mensch mehr versteht? Das gibt's. Also wir kommen ja quasi immer zu spät, ne, wenn wir als externe Buchhaltungsdienstleister das Zeug bekommen. Und dann steht da ein Candice-Abo. Okay, Verwaltungskostenstelle. Oh, ein Slack-Abo auf irgendeine E-Mail-Adresse kenne ich gar nicht. Jetzt gucke ich also in der Payroll nach, kenne ich auch nicht. Wer soll das sein? So, und das könnte ein Hinweis sein, dass das jetzt eben auf eine externe Dienstleistung, bestimmtes Projekt, so, dass ich die Informationen habe. Ja, müsste ich, weiß ich nicht, wahrscheinlich 6 Leute im Unternehmen abtelefonieren. Macht keinen Sinn, ergibt keinen Sinn mehr. Okay. Und was ich schon sagte, wenn die Buchhaltungsgebühren ein gewisses Niveau insgesamt erreichen, dann können Unternehmer ja schon überlegen, ob sie nicht für das Geld tatsächlich noch jemanden eingestellt bekommen.